kam das her? Du entwischst mir nicht. Darauf kannst du dich verlassen. Ja, hab ich euch. Suche ich immer noch. Es ist niemand hier. Hey, ihr da! Da drüben was gehört. Ja, endlich. Ach nee. Wenn ihr mir bitte folgen wollt. Was zum Teufel machen die da? Scheiße.
Ich dachte wirklich, ich hau einem der Alchemisten eine rein. Reg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Übrigens, einer von denen sagte, dass es nicht falsch ist. Den Rücken gekehrt. Der Mann ist ein Heiliger, Bruder. Ein Heiliger! Die Universität. Also gut, das Buch. Nicht vergessen, was Lukas im Keller meinte. Der Weg ist übersät mit Rosen. Wo soll ich hier nur Rosen finden? Verschlossen. Es ist riesig. Aber wo sind nur all die Bücher? Da, die Banner. Blumen. Ja, das sind Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Wie viele Tage sind wir jetzt schon hier? Hab aufgehört zu zählen. Verdammt. Ich kann hier drin nicht mal sagen, ob Tag oder Nacht ist. Bald ist's vorbei. Vitalis hat einen Jungen hergebracht, um die letzte Tür zu öffnen. Seit Tagen sind wir schon hier. Und jetzt kommt der Großinquisitor persönlich, um uns zu helfen. Das wird ein Spektakel. Keine Ratten. Merkwürdig.
der anderen Seite verschlossen. Man kann nie genug Bücher haben, wenn man des Lesens mächtig ist. Das ist alles nur heidnisches Zeug. Das Sanguinis Itinera ist ein heiliges Buch. Das darin enthaltene Wissen reicht zurück bis zum Anbeginn der Menschheit. Und dieses Wissen könnte uns alle retten. Sucht weiter und haltet Ausschau nach Büchern mit rotem... Das mit Buch, rotem das Sanguinis Itinera. Ich kann vielleicht nicht lesen. Sie suchen auch danach. Ich muss mich beeilen. Schwören können. Wer bist du? Wachen! Was ist dir denn passiert? Ich weiß nicht, wer das war. Ich sagte doch, ich kriege euch.
Wenigstens kommen die verfluchten Rechte. Das sind die Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich sag's dir. Das nächste Mal, wenn der so mit mir redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Mit rotem Einband. Sein Lieblingsgeschmack. Das Buch. Wieder so eine brillante Idee des Alchemisten. Ich sag's dir, die Kerle sind mir nicht geheuer. Mir auch nicht. Es gibt Teile der Bastion, da wage ich mich nicht mehr hin. Ah, da sind sie ja. Alles treiben. Ja, lass uns nicht darüber reden. Na los, haut schon ab. Verschwindet. Vergiss es! Hä? Was war das? Ich seh mal nach. Nein, nein, nein! Gänseblümchen, du bist auch weit von zu Hause weg, nicht wahr? Bring mir Glück. Wir tun das für Hugo. Ding. Wird es am Ende alles bedecken? Na los, beweg dich, Schmied. Hier wartet Arbeit auf dich. Vitalis muss echt verzweifelt sein, wenn er sich dazu herablässt, solche Bettler einzufangen. Na los, beweg dich, Schmied. Hier wartet Arbeit auf dich. Vitalis muss echt verzweifelt sein, wenn er sich dazu herablässt, solche Bettler einzufangen. Ein Gefangener. Tja, vielleicht öffnen sie ja endlich diese Tür. Ich komme nicht vorbei. Zu viele Wachen. Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde? Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. Ich hab was gehört. Komme gleich wieder. Sei vorsichtig. Hier ist nichts. Beruhigt euch wieder. Na gut.
Ich muss die Ratten irgendwie aus dem Raum locken. Ich weiß, was ist denn mit dir passiert? Oh, Scheiße. Man muss eben Acht geben. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Über unseren jungen Hugo-Heron? Senior Nicholas ist weiterhin auf der Suche. Also, gibt es nur einen, der uns helfen kann, das Buch zu finden? Der Sohn eines Schmieds. Du hast diese Tür mit deinem Vater gebaut. Jetzt wirst du sie öffnen. Der Zweck dieser Tür ist doch gerade Abschaum, wie euch fernzuhalten. Ich bin Großinquisitor Vitalis Benevent. Du hast keine Ahnung, was ich erleiden musste. Sieh, was ich ertrage. Für dich! Das Episongus. Wie heißt du, Junge? Roderick. Roderick soll nicht sein Leben aushauchen, bevor diese Tür geöffnet ist. Begeht nicht denselben Fehler wie bei seinem Vater. Schafft ihn fort! Schnell! Ich darf sie nicht verlieren. Selbst wenn der Großinquisitor davon redet, deinen Nächsten zu retten, Roderick, sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Sein Blut wird schwächer. Wie lange kann das Episanguis den Biss in Schach halten? Solange wie es ihm sein Glaube erlaubt. Ah!
sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Wird schwächer. Wie lange kann das Episanguis den Biss in Schach halten? Solange, wie es ihm sein Glaube erlaubt. Also die Tür gebaut. Ja, und er wird sie öffnen. Mit dem Buch und dem kleinen Derun kann Vitalis die Beschwörung abschließen. Dann werden wir von der Pest erlöst sein. Ad Ignem. Ad Lucem. Ah, schön gesagt. Bewegung. Jetzt hör mir mal gut zu. Mein Freund und ich haben viel Zeit damit verbracht, die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Jetzt tust du noch so stark, aber glaub mir. Wenn wir nur tief genug schneiden, dann winselst du genau wie alle anderen auch. Ich kann's kaum erwarten. Dieses Geräusch, das kam doch von da drüben. Ihr da, wartet mal! Die Arbeit! Ihr habt den Boden ruiniert. Ach, schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Wir haben Wochen für dieses Mosaik gebraucht. Dein Mosaik interessiert uns einen Dreck. Öffne die verdammte Tür oder es ergeht dir wie deinem alten Herrn. Wisst ihr, ich werde euch töten, sobald ich mich daran erinnere, wie man diese Tür öffnet. Lass dir nicht so viel Zeit. Was war das? Da drüben. Dann, oh! Darauf warte ich schon seit 2 Tagen. Ah. Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter. Ich halte sie auf. Oh. Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Oh.
ich schon. Seit 2 Tagen. Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter! Ich halte sie auf! Ich will dich ja nicht drängeln, aber sie kommen! Und anscheinend ist ein Feuer ausgebrochen! Ich hab es fast! Ich hab's noch schlecht. Sie haben Alarm geschlagen. Wir kommen hier nicht weg. Hey, weißt du, wo wir hin müssen? Nicht nachdenken. Lauf! Eine Sackgasse und wir sind erledigt. Wir müssen uns verstecken. Nein, wir müssen sie irgendwie aufhalten. Wird das reichen? Es muss. Also gut. Wir sind im Keller. Schon mal ein Anfang. Mach sofort auf! Rodrik, ich brauche das Buch. Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Es könnte meinen kleinen Bruder retten. Bitte. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass Sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben. Und ich Sie dafür töten werde. Sie haben auch meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In Ordnung. Was ist mit dem Buch? Wart's nur ab. Davon gibt es hier massenweise. Oh, wow. Noch eine Bibliothek. Unter der Bibliothek? Verbotene Bücher. Darum haben wir die Tür gebaut. Dann muss das Sanguinis Itinera hier sein. Ich weiß nur, dass es einen roten Einband hat. Sieh mal, da oben. Rosen, das muss es sein. Ich muss da hoch. Kannst du mir zur Hand gehen? Schon gut, schon gut. Interessant. Die Regale bilden einen Weg. Das ist unser Weg zum Buch. Kinder. Kannst du bitte mit Hand anlegen? Mach ich. Ich schaffe das nicht allein. Könntest du mir helfen? Ja. Sie steckt fest. Kannst du mir helfen? Schon gut, schon gut. Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Ich muss das Gegengewicht bilden. Ich warte hier drüben. Sag mir, welchen Hebel ich ziehen soll. Also gut. Kannst du mir zur Hand gehen? Mach ich. Bilden. Hab ich doch. Es hat nachgegeben. Na gut. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Das lasse ich lieber, wo es ist.
Übrigens, ich heiße Amicia. Und du bist Rodrik, oder? Du weißt eine ganze Menge, Amicia. Wer hat die Tür bei euch in Auftrag gegeben? Mönche oder sowas. Die redeten nicht viel. Mein Vater hat sie konstruiert. Er war der Meister. Ich war bloß der Lehrling. Aha, Mönche, die das Sanguinis Itinera bewachen. Ah. Rodrik? Ja. Rodrik? Sofort. Es ist viel zu still. Wo sind die Soldaten? Nein, halt! Du hast recht. Rodrik? Ja. Nicht weh. Soll ich... Nein, mein Bruder. Ich bin es ihm schuldig. Für all die Male, als ich nicht für ihn da war. Ja, aber mit einem gebrochenen Arm wirst du das Buch wohl kaum zurückbringen können. Wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Also gut, bringen wir es hinter uns. Gut so, fast geschafft. Gehen wir. Wir sind schon zu lange hier. Ich hab's. Ich kann's einfach nicht glauben. Glaub es lieber und beeil dich. Sie kommen jeden Augenblick zurück. Ich kenne dich. Wir beobachten deine Familie schon seit einiger Zeit und warten, dass die Makula im Blut deines Bruders erwacht. Man könnte sagen, ich habe dich aufwachsen sehen. Nein, wir haben keine Chance. Kleine Närrin, was willst du denn mit dem Buch erreichen? Meinen Bruder retten! Mit deinem Bruder und dem Buch kann ich die Welt retten. Das ist genug. Ja. Schnell, hier entlang. Wachen! Ihr könnt fliehen. Doch eurem Blut entkommt ihr nicht. Ihr scheint euch gut zu kennen. Er hat mein Leben zerstört. Ich weiß, wie das ist.
Bereit? Das wird die Hölle. Und wie ich bereit bin. Schnell aus diesen Korridoren raus. Wie recht du hast. Lass uns die anderen suchen. Wo zum Teufel sind sie? Wir haben sie ganz schön aufgescheucht. Ruhe. Ich darf nicht riskieren, das Buch zu verlieren. Konnten wir nur so sehr die Kontrolle... Schwere Rüstung. Wir sitzen fest. Er sieht in die andere Richtung. Ich erledige ihn. Bist du sicher? Mit Vergnügen. Auf dein Zeichen. Rodrik, du bist dran. Das ist für meinen Vater. Wow. Machst du das oft? Nein, aber langsam macht mir das Spaß. Gut, das reicht. Ich gehe. Du bleibst hier. Ich sehe nach, wie sie vorankommen. Sag mir, was zum Teufel da los ist. Er ist allein. Er wird mich kommen sehen. Ich könnte ihn ablenken. Na dann. Was soll der Lärm? Der ist für dich. Du wirst bezahlen. Gut gemacht. Der steht nicht wieder auf. Glaub mir. Lukas. Er sieht manchmal schlecht. Vielleicht können die hier helfen. Ich hasse es, hier rumzustehen zwei. Und nichts zu tun. Jeder übernimmt einen, in Ordnung. Muss jemand hier ich nehme den mit dem Helm. Sicher. Es ist nur eine Frage des richtigen Moments. Auf dein Zeichen. Erledige ihn. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Perfekt. Gute Arbeit. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Bitte sag, dass sie nach draußen führt. Sie führt nach draußen. Frische Luft. Ich rieche Feuer. Oh, Scheiße. Meine Güte. Feuer. Haben wir... Das Feuer breitet sich aus. Ist der Großinquisitor noch da drin? Woher soll ich das wissen? Geh und sieh nach und gib den Befehl zur Evakuierung. Das ist gut. Wir sollten das ausnutzen. Verdammte Ratten! Das hat mir gerade noch gefehlt! Die Ratten, der Schild. Wir kommen nicht an ihn ran, Rodrik. Warte. Bei der Befragung in der Bastion habe ich gesehen, wie der Alchemist ein Zeug hergestellt hat, das sie Extinguis nennen. Das löscht die Flammen. Ich wollte es für später aufheben, aber... Ein Versuch ist es wert. Nur auf das Feuer zielen. Etwas. Es hat funktioniert. Das ändert alles. Vor allem für sie. Die ganzen Bücher werden verbrennen. Es ist nicht deine Schuld. Denk an dein Buch. Ja, wir müssen hier raus. Ich muss zu Hugo. Ein Versuch ist es wert.
das Feuer zielen. Das Feuer? Es hat funktioniert. Das ändert alles. Vor allem für sie. Bücher werden verbrennen. Es ist nicht deine Schuld. Denk an dein Buch. Ja. Da drüben. Was ist das? Wir müssen direkt aufs Feuer zugehen. Das ist der einzige Weg. Scheiße! Du brennst! Du brennst! Verdammt! Nein! Nein! Alles in Ordnung? Ist noch irgendwer da drin? Ja. Ich dachte, ich schaffe es. Was war das für ein Geräusch? Moment, da schon wieder. Eine Sekunde. Ihr werdet den morgigen Tag nicht mehr erleben. Was hast du getan? Ich hab jemanden gefunden! Kommt her!